68er steckt natürlich auch das Weltweite, weil die Revolt in dem Umfang fand eben zur selben Zeit in Tokio und in Paris und in Prag und in Columbia und überall statt. Ne? Also das war schon was sehr Besonderes und das haben wir ja damals alle auch gemerkt. Und insofern konnte man sich dann, weil das gab es ja in vielen Ländern, konnte man sich dann auch global verankert fühlen und hat viel zu dem Größenwahn beigetragen, dass wir eine weltweit ganz bedeutsame politische Kraft seien. Es war auch eine Protestbewegung sozusagen gegen diese brutalen Vorgehensweise der westlichen Welt gegen die Dritte Welt. Da waren zu der Zeit in der Dritten Welt überall viele Befreiungsbewegungen, wobei man dachte an diese an Solidarität mit den Befreiungsbewegungen. Also man hat nicht gedacht, dass in Deutschland so eine Befreiungsbewegung so wie in der Dritten Welt. Das war eine ganz andere Situation. Aber die Erste Welt sollte die Solidarität mit den Dritten Welt zeigen. Und dann vielleicht würde der Rückwirkungen sein, der auch die Strukturen in den Ersten Welt ändern würde, letzten Endes. Das waren ja auch die ersten großen Demos, also im Februar die groß, für uns große Vietnam-Demo mit 30.000 Leuten, wo dann auch die, die französischen Genossen zum Beispiel ganz wichtig waren, die andere Kampfformen mitbrachten, dieses Ho-Ho-Ho-Chi-Minh, ja, dieses sich hocken und dann losrennen oder so, ja, was sehr aggressiv ja auch aussah. Also diese, wir sind ja immer nur gelatscht, ja. Da gibt's ja noch was. Und was machen die denn? Und ja, da, dieses Gefühl, dass man nicht allein ist auf der Welt oder so, das ging ja, weil es überall Vietnam-Proteste gab. Das war schon ganz wichtig. Die Schah-Demo, ja, das war empörend. Das war empörend. Ich meine, erstens diese Knüppelperser da und dann der Tod Benno Ohnesorgs. Das war für mich ausgesprochen schockierend. Das war auch sicher ein Moment, dass die Sache außerordentlich radikalisiert hat. Als wir erfahren haben, dass nach der Demonstration Benno Ohnesorg erschossen wurde, hatten wir ungeheuer große Angst. Und zum ersten Mal haben wir dort überlegt und ich selber überlegt, ob man nicht emigrieren muss. Ein ganz bemerkenswerter Anschluss vom Gefühl her an die Zeit im Nazifaschismus. In Freiburg wurde eine Demonstration, eine Trauerdemonstration mit Fackeln in der Nacht drauf in Gang gesetzt von Leuten, die wir überhaupt noch nie gekannt hatten. Und plötzlich liefen weit über 2000 Studenten durch die Freiburger Nacht. Und das war ein ungeheures Gefühl. Und man dachte, ja, jetzt wird sich was ändern. So wird es nicht weitergehen. Ne? Es werden nicht mehr einfach Demonstranten abgeknallt werden. Als das losging, lebte ich in, also unten im Parterre hatten meine Eltern eine Wohnung und dann war in dem Haus, hatte ich so eine Zwei-Zimmer-Mansarde. Da lebte ich sehr komfortabel und sehr schön und da wurde mir aber von den Genossen, so nannte man sich damals witzig, ne? Wurde mir von den Genossen gesagt, es ging ja eigentlich nicht im Haus der Eltern und so. Tja, wie geht's? Also ich bin in meine erste Wohngemeinschaft im Sommer 68 gezogen. Da hat mich jemand auf dem Campus angesprochen, dem ich aufgefallen war in einer Diskussion über einen modernen Film. Und er hat gesagt, wir gründen eine WG, möchtest du nicht mitmachen? Ja. Und da habe ich gesagt, ja. Aber ich habe eine Bedingung, ich möchte eine Tür vor meinem Zimmer haben. Ja. Weil das hatte ich schon gehört in Berlin, ja, dass die da irgendwie alle keine Türen haben. Und das fand ich irgendwie nicht gut. Das war eigentlich, wir wussten eigentlich nicht, wie das geht und was wir da eigentlich zusammentun. Es war billiger auf jeden Fall. Ja.
Aber diese ersten Wohngemeinschaften, die waren einfach, was tun wir jetzt hier eigentlich? Ja. Unsere Idee war, dass die Kommune eine politische Gruppe sein, so eine Art Fokusgruppe mit einem politischen Ziel, mehr oder weniger. Und dass man aber gemeinsam lebt, um mehr Zeit für die Politik mehr oder weniger zu haben, nicht? Aber die Kunstmann-Richtung, das war das Psychoterror. Und die Idee war, dass man seine bürgerliche Gedankengang oder Gehirn oder was sollte niedergeschmettert werden und ersetzt werden mit die neue revolutionäre, ich weiß es nicht. Also ich fand es auf jeden Fall absurd. Ich liebte und liebe sehr die klassische Musik. Hatte also viele Schallplatten und plötzlich, weil es gab eine Analyse, also diese klassische Musik, auch die klassische Literatur, sie hat etwas Unterdrückerisches und hat etwas Autoritäres und so weiter. Und dem habe ich mich auch angeschlossen, meine ganzen Schallplatten in den Keller gebracht und später habe ich sie wieder mit großen Freuden rausgeholt, aber eine Zeit lang waren sie im Keller. Es gab ja eine Kunstfeindlichkeit auch in der Zeit und man sollte dann unter anderem auch keine Lyrik lesen und es gibt eine traumhafte Szene, an die ich mich so ungeheuer gerne erinnere, in meiner Wohngemeinschaft, also der ersten, ich bin mit dieser dann auch nochmal umgezogen und aus irgendeinem Grunde kamen die auf die Idee, wir müssten jetzt Marmelade einkochen. Das fand ich sowas von unmöglich, weil meine Mutter hat immer Marmelade eingekocht bis ans Ende ihrer Tage. Und ich habe die dann immer verschenkt, weil ich Marmelade gar nicht mochte. Aber es wurde dann irgendwie beschlossen, man kocht Marmelade ein. Und ich weigerte mich und dachte, oh, das ist eine gute Idee. Währenddessen lese ich denen Lyrik vor. Das war sozusagen untersagt, aber ich habe die Situation ausgenutzt, dass die beschäftigt waren mit der Marmelade und ich las dann unter anderem Rilke und der große Effekt war, dass das Vorlesen von Lyrik durchaus Eindruck machte, die Marmelade war nicht haltbar. Oder ich liebe zum Beispiel Weihnachten. Weihnachten ist ein schönes Fest für mich, nicht religiös, aber diese ganze Zeremonie und so weiter gefällt mir auch, der Weihnachtsbaum mit den Kerzen und so. Eines Abends saßen wir mit Rudi Dutschke, ich glaube Semmler oder Lefebvre und ich weiß nicht, wer dabei war. Das war Weihnachtsabend, also am Heiligen Abend saßen wir zusammen in so einem kargen Raum, SDS und es war so freudenlos und da habe ich gesagt, Mensch, heute Abend ist Heiliger Abend. Wir müssen was machen. Ich als Iraner, Orientale und Muslim habe ich gesagt, ihr müsst Weihnachten feiern. Ach was, Quatsch, das Weihnachten, das ist alles bürgerlich und so weiter. Dann bin ich doch runtergegangen, habe ein paar Kerzen besorgt und so Tannenzweige und habe die auf den Tisch gestellt und merkte plötzlich, dass die alle eine große Sehnsucht danach haben. Ich habe damals, als ich Abitur gemacht habe, überlegt, in welchem Beruf darfst du eine Hose tragen? Da fiel fast alles weg. Ich hätte nicht Lehrerin werden können, ich hätte nicht an einer Hochschule unterrichten können, ich hätte nicht Ärztin werden können, ich hätte nicht Richterin werden können, nicht Rechtsanwältin werden können. Da war überall noch, also eine Frau kann da keine Hosen tragen. Das ist jetzt ein marginales und, wenn Sie wollen, lächerliches Beispiel. Aber nur, um Ihnen mal zu veranschaulichen, was sich seitdem auch für die Frauen geändert hat. Von anderen Sachen will ich gar nicht reden. Beispiele. In Frankreich musste eine verheiratete Frau Mitte der 60er Jahre, wenn sie einen Job annehmen wollte, brauchte eine schriftliche Erlaubnis ihres Mannes. Wenn sie ein Bankkonto eröffnen wollte, braucht sie eine schriftliche Erlaubnis ihres Mannes. In Deutschland war Homosexualität strafbar. Das ist die Gesellschaft der 60er Jahre.
Ja, das hat sich ganz, also fast zwangsläufig entwickelt. Man muss sich vorstellen, man ist da ständig in irgendwelchen Diskussionen. Wir haben ja ununterbrochen diskutiert. Ja. Wenn wir nicht gerade Flugblätter gemacht haben oder Pamphlete, haben wir diskutiert. Und da konnte einem nicht entgehen, wer da eigentlich hauptsächlich diskutierte. Und das waren hauptsächlich Männer. Es gab 2, 3 Frauen im SDS, die auch mal den Mund aufmachten. Aber sonst waren das Männer. Also erstmal war das eine Sprache, was für nur wenige überhaupt verständlich war. Und zweitens war es nur Männer, mit wenigen Ausnahmen. Und die wenigen Frauen, die wagten, etwas zu sagen, wurde meistens ausgelacht, was ich einfach unverschämt und unmöglich gefunden habe. Soll ich jetzt eine Tomate hervorholen? Naja, der SDS hat den Frauen die Gelegenheit geboten, die Frauenbewegung in Gang zu setzen. Das ist doch schon mal toll. Ne? Also das, was damals entstanden ist, bis hin zu Alice Schwarzer, das wäre ohne den SDS undenkbar gewesen. Aber es ist schon wahr, dass im SDS am Anfang die Frauen eine höchst schmückende Nebenrolle spielten. Ne? Aber das wurde uns dann gesagt, also das ist doch ganz klar, was ihr da macht, das ist doch alles Penisneid und ihr wollt ja nur was zwischen den Beinen haben. Und wir fielen aus allen Wolken, was soll das sein? Ja. Und gut, dann wurde das aufgearbeitet und zurückgewandt, das ist dieses berühmte Flugblatt dann. Ja. Ich glaube, wir hatten das in Pardon gesehen. Das Frivol, da saß, glaube ich, eine Frau mit einem blutigen Hackebeil, so etwas hexenhaft aussehend. Und hinten waren wie diese Scheiben, auf die man so Hirschgeweihe, so Trophäen nagelt, waren mehrere Penisse genagelt, mag ich kaum zu sagen, sie zucken zusammen, verstehe ich. Also abgebildet. Jedenfalls haben wir das ausgeschnitten und haben die Namen der Häuptlinge darunter geschrieben. Dieses Flugblatt mit den abgeschnittenen Pimmeln, das war natürlich enorm komisch. Ne? Und alle guckten, ob sie drauf sind und ob die Pimmels richtig abgemalt sind. Ne? Oder wer kann überhaupt von so vielen Pimmels gewusst haben, wer welchen Pimmel hat. Ne? Und so. Also daran merkt man auch, dass die Situation relativ offen und locker war. Ne? Das wurde uns halt sehr geschmacklos, was es ja auch ist, und sehr frivol ausgelegt. Das war fies und gemein, ja, weil das natürlich auch eine Angststruktur getroffen hat. Also es wurde unter der Gürtellinie gekämpft, kann man mal sagen. Ja, ja, na klar, wir haben sehr gelacht. Es gab zwar einige, die zu den Arbeitern gegangen sind, die ziemlich erfolgreich waren, aber die Forderung war nicht, nun nimm deine Waffe und geh und kämpfe. Nicht? Das war überhaupt nicht, ja, das hätte keinen Sinn. Also das wäre nur Verrücktheiten, würde nur so betrachtet werden. Wir sind zu Renault gegangen und wollten natürlich Gleichheit, dass die Arbeiter also besser gestellt werden. Und war natürlich der Kampf dem Kapitalismus. Und ich weiß, als wir bei Renault standen in Boulogne, da wollten die Arbeiter von uns gar nichts wissen. Also es wird ja oft so getan, als ob es gar kein Interesse gegeben hätte. So war das nicht. Das war freundlich. Ne? Es hat niemand gesagt, schert euch weg. Ne? Und dass dann jemand wirklich jeden Tag am Band stand und morgens zur Frühschicht kam und zur Spätschicht kam, da gab es schon Leute, die sich darüber gewundert haben und sagen, warum macht ihr das? Ne? Und also da gab es auch einen gewissen Respekt dafür. Ich war am Band, in der Inspektion, weil ich so intelligent aussah und musste 900 Antriebswellen